So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Garden Warfare 2. Bob Monobrau und ich wünschen euch ein frohes neues Jahr. Und, Auftragstafel? Wir haben ja hier Rede mit Dr. Patient, ne? Das ist ja unser Auftrag. Ist das hier Dr. Patient? Ja. Nicht Bologna. Ja. Kein Problem. Alter. Bologna. Kein Bologna, kein Problem. Finde ein spezielles Geheimtürsuchgerät. Leider ist es verschollen. Von daher Attacke. Die Tür findest du nur mit dem Geheimtürfinder. Der Finder ist leider verloren gegangen. So. Finde, Finder, finde Tür, hol, hören. Vielleicht Geheimtürhinder, Finder in Pflanzenbasis. Hören! Alles klar. Kein Bonnie, kein Problem. Kein Bologna. So. Pflanzenbasis? Das heißt ja für uns. Attacke. Komm. Tür! Bei meinem Hirn. Genfehler. Genfehler. Bei meinem Hirn. Kann dir in Pflanzenbasis helfen. Super! Probiere nur einen neuen Teleporter aus. Okay, bin dabei. Kannst du mir helfen? Ja, schon recht sicher. Spring rein, ruckzuck bis in der Pflanzenbasis. Alles klar. Aber bevor wir hier losstarten, trinke ich auch noch Kaffee. Das ist meine Shakes and Fidget-Taste. So. Ab. Ja. Nach Hause, würde ich sagen. Hat ja gut funktioniert, wa? Idiot! Nicht gut, war nicht gut. Oh hey. Ja, oh hey. Ist vielleicht der Teleporter-Effekt. Ja. Geschwind mal mit dem Hammer drauf. Und nochmal. Jetzt geht er. Ja, alles klar. Probier's nochmal. Okay. Nichts halt, Pflanzenbasis. Wollen wir mal auf. Übrigens trage ich mein neues T-Shirt aus dem Loot Crate und zieh da Pflanzenbasis aus. Rumballern. Sterbe! Oh Gott, ich bin rausgeflogen. Wo war ich da? Das war nicht die Pflanzenbasis. Das war der Puff! Okay. Ich weiß, was du denkst. Hat dich nicht zur Pflanzenbasis gebracht. Okay. Aber. Ach, vielleicht ist der Luftfilter verstopft. Schnell mal austauschen. Diesmal geht's aber sicher in, zur Pflanzenbasis. Ja, am Arsch. Bob Monobraue ist nicht erfreut. Das ist nicht die Pflanzenbasis. Schnell ballern! Dum, 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 dum. Ich muss hier weg! Und weg! Oha, Junge, Alter! Das war eng. Keule, so funktioniert das nicht mit uns beiden. So gar nicht. Alles Paletti. Problem gefunden, das war der Testmodus eigentlich. Ja, toll. Jetzt funktioniert es garantiert. Vertrauen ist die Grundlage für den Erfolg. Und hören. So. Gut. Dann, letzter Versuch. Oh, fuck. Ping. 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 Oh. Schon wieder da. Nase juckt. So. Junge. Oh, hi. Zu Fuß wäre ich, glaube ich, schon fünfmal da gewesen. Du schon wieder. Ja. Vielleicht ist der Teleporter kaputt. Egal, während du rumteleportiert wurdest, habe ich eine große Kanone gebaut. Neuer Plan, Kanone geht auch, kletter rein. Ja, na klar, Alter. Du hast doch nicht mal alle Lampen am Zaun, ey. Latten. Kanone nutzen. What the? Mit dem Arsch voran. Bob Monobrau, darf ich vorstellen? Bob Monobrau. Bombs. Hallo, Zombie. Wird geballert! Ist das dein Geld? Sterbt, ihr dummen Pflanzen! Boom! Und noch was da. Uhu! Ich bin am Nachladen. Krusty, der Schneemann! So. Hier muss ich lang. Ich glaube, das ist genau die richtige Klasse für mich, weil Aiming ist nicht so meins. Uhu, ich sterb gleich, ich sterb gleich! Boom! Ich bin gestorben. Abgeschlossen. Kraut. Mit Krautpeitsche. Ja, fick dich. Respawn.
Ah, man muss wieder in die Kanone. So, raus. Kanone! Und dann nutzen wir gleich mal hier mein mega stationäres. Was? Ich werde abgeschossen. Und ich muss da hinten rein. Ich muss da schnell rein. Oh, Fliegeralarm! Schnell, komm schon, komm schon, komm schon. Da ist das Gerät. Halten, 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 halten. Jawoll. Auftrag erfüllt. So, das reicht. Nein. Hirntastisch. Läuft. Weiter. Geheimtürfinder gefunden. Ich gucken. Danke, du gucken. Uraltes Wissen. Geheimtürfinder sehr alt und funktioniert nicht. Nur ein Zombie weiß, was tun muss. Muss gehen zu Sensei. Sensei. Ja, auch sehr alt. Riecht wie Mottenkugeln. Hören. Uraltes Wissen. Dududum. Oh. Wo sind wir denn? Tor öffnen kann ich nicht. Was sagst du? Boot. Boot bauen. Mhm. Bot bauen. Bitte Bot. Ist ja giftig. Dr. Heiser. MG-Roboter. Machen wir MG-Roboter. Hallo. Klick Nudespot. Läuft. Schön. Ah, hier ist wieder eine Kanone. So viel zum Teleporter, ne? Und wieder ab zu den Pflanzen. Nein, doch nicht. Nur auf halber Strecke. Die Pflanzen sind hier zusammen. Thrombose trotzdem. Ich habe leicht einen Sprachfehler heute. Wo muss ich denn hin? Da. Ziel ist da. So, weg. Plum. Schnell weg. Plum. Ha! Kaputt gemacht. Da hinten müssen wir hin. Okay, nein, nein. So, hier oben. Wir laufen ins, in den Zompark. Zum Park. Zombie. Pop. Da, Ziel. Zen-Meister. Ah. Sei gegrüßt, Schmutzläufer. Ich brauch deine Hilfe. Wer Hören sucht, sucht Wissen. Weil Hören Wissenschaft. Ich zeig ihm den Geheimtürfinder. Ah ja. Und du suchst eine Tür. Ich kann diesen Geheimtürfinder aktivieren. Geil. Aber dafür benötige ich zuerst die Schriftrolle mit den Anweisungen. Dann kann ich sie auch reparieren. Wenn du sie mir bringst, kann ich sie entziffern und den Finder entsperren. Okay, machen wir auf die Suche. Erkennungsmodus aktiviert. Nähe zur Schriftrolle. Okay. Ah, hier, falsche Richtung. Die Richtung scheint gut zu sein. Die Richtung ist scheiße. Hä, in der Basis oder was? Oh, wird grün. Na komm. Bestimmt hier drin. Klar hier drin, ey. Okay, wir nähern uns der Schriftrolle. Versteckt. Ganz hinten in der Kirche. Alles kaputt machen kann, ey. Oh, die Nähe zur Schriftrolle nimmt ab. Zurück. Hier drin? Nein. Hier vielleicht? Ah ja, das sieht gut aus. Sieht sogar sehr, sehr gut aus. Oh, Pflanze. Stopp! Oh, ich bin so eine Niete. Haha. Da kam mir mein getreuer Zomboider Kollege zur Hilfe. Sehr schön. So, wir nähern uns weiter der Schriftrolle und immer mehr Pflanzen in unserem Weg. Attacke! Bop, 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 bop. Mhm. Nachladen. Bleib schneller! So. Wir sind in einem pflanzenverseuchten Vorort. Kürbispflanze!
Aber draufballern, so. Gibt XP. Und Pflanzen, ah, hier. Ja. Monobraue! So. Wir nähern uns weiter der Schriftrolle. Oh, wir entfernen uns von der Schriftrolle. Sind drin vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Dann kann ich ja hier umnieten. Ah. Da! Da ist die Schriftrolle. Abgeschlossen. Was ist das denn? Schnell da! Was ist das? Oh. Wie so ein Schatzgoblin, wa? Diablo. Ich hab bedingt wenig Lebenspunkte. Wo ist er? Da hinten. Schnell da her! Nicht aus, nicht ab. Nein, 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 nein. Fuck! Verdammt, verdammt. Mach's euch weg. So. Einmal nachladen. Ich habe nur wenig Lebensmittel. Ich muss mich ein bisschen auf Distanz halten zu dem Vieh. Oh, und nicht treffen am besten. Ich muss mehr mein Range Blaster hier, also hier mein AOE ausnutzen und weniger so, weil Aiming God bin ich halt nicht, ne? Noch mehr. Hinterher! Frosty Blume, komische Blume, ich krieg dich. Aha. Gibt's Münzen, ey? Oh. Nein, sie hat mich erwischt. Aber ich hab eine Idee. So. Jetzt rasten wir aus. Oh ja, es klappt, es klappt. Jawoll. So, verpiss dich. Noch die ganzen Münzen einsammeln. So, und interagieren. Läuft, ich hab die Schriftrolle. Wo muss ich hin? Ah, verdammt, da lagen noch Münzen. So eine Kacke. Ah, der Schmutzläufer ist zurück. Sehen wir uns das mal an. Ja. Nach sorgfältiger Untersuchung der Schriftrolle habe ich herausgefunden, dass der Geheimtürfinder auf eingestellt werden muss. So. Geh zurück und sprich mit diesem Wissenschaftler, damit er den auf einstellt oder was. Möge das Hirn mit dir sein. Ja, danke. Im Namen des Hirns. Oh, Auftrag erfüllt. Und wir sprechen wieder mit Dr. Patient. Grüße, Zombie, der den Türfinder hält. Danke. Du heute sehen gut verrottet aus. Ja, ich hab ein bisschen in der Sonne und so. Der Türfinder ist eingeschaltet, hat aber keinen Saft. Toll. Lade den Türfinder, um den geheimen Eingang zu Dr. Zombos Labor zu finden. Finde jetzt, leuchtet und piept. Fantastisch. Jetzt muss aktivieren und Geheimgang finden. Bereit, den Finder zu aktivieren und Dr. Zombos Labor zu finden? Fragezeichen. Gerät braucht besonderen Saft. Irgendwas nicht funktioniert. Zombos, dich braucht in Wüste. Nicht gesagt, warum. Hören. Okay. Ab in die Wüste. Sand, Sand. Ja, wir spielen weiter mit Bob Monobraue. Am Video.
No. Achso, hier muss ich jetzt aufstehen, okay. Verbündete beschwören. Beschwöre Verbündete in Einzelspieler. Kommandomission. Wähle aus allen freigeschalteten Charakteren aus. Wechsle blitzschnell zwischen den Charakteren hin und her. Achso. Z7-Wicht. So. Dann nehmen wir noch. Ein Heiler brauche ich. Das war er hier. So. Und ein Tank. Ihn. So. Kann ich noch mehr beschwören? Nee, gut. Er läuft mit Solarstrom. Shit. Mist. Beeil dich. So. Da hinten kann ich auch noch irgendwas aufstellen. Werden wir uns gleich mal hin begeben mit dem Team. Team. Da alle. Irgendwo und nirgends. Ist das jetzt hier? Achso, das ist. Ah ja, das ist dann hier der. Okay. So, einmal aufgestellt und dann muss ich ihn bestimmt verteidigen. Hier sind so eine kleine Plattform, das kenne ich noch von Zockermale. Habe ich vorhin gesehen, hier kannst du Pflanzen aufstellen. So, mal MG-Pflanze. So, so ein bisschen wie Tower Defense. Hier Raketenroboter. Hier wieder MG-Pflanze. Hier noch was. Was gibt's hier noch? Dr. Heilsam, ja, den benutzt man für mich. Schön versteckt hinter der Statue. So, nächste Aufstellung. Mr. Freezy zum Verlangsamen hier vorne. Das ist vielleicht gar nicht so übel. Mr. Giftig. Ich würde mir gerne durchlesen, was die hier alles können, aber ich habe keine Zeit. So, MG. MG ist immer nicht verkehrt. MG. MG. Ich habe jetzt erstmal überall irgendwas aufgestellt. Ich kann. Oh, da. Komm! Von hinten auch, oder was? Achso, was ist mein Zomboid? Stirb! Oh, meine Türme sind abgeschaltet. Also kaputt. Oh, neue. Nächste Welle geht auch gleich los. Okay, ich glaube, die sind nicht so stark. Also meine Türme meine ich jetzt. Die Pflanzen sind stark, verdammt die Axt. Jawohl! Pflanze hier. Juhu. Wo ist mein Heiler? Pflanzen? Wo noch mehr? Ach, da hinten. Uhuhu. Aber ihr Doktor, irgendwas macht schon. Feuer frei, Mann! Läuft. Jawohl, Level up. Uhuhu. Neue Türme. Achso, die sind dann alle. So eine Kacke. So, nächste Welle und Sandsturm ist auch schon hier. Kacke. Besiege mehr Sonnenblumen, nutze ihre Sonne, um ihn zu laden. Ja, okay. Da hinten. Schneller. Sterbt, ihr Sonnenblumen. Nachladen. Zügig. Praktisch, wenn Dr. Zombo hier Mr. Zombie in der Nähe ist. Ach da. Pusteblumen, keine Sonnenblumen. Aber wir stellen uns hier auf. Uhuhuhu. So läuft das hier. Nicht anders. Perfekte Welle. Ja, geil. Heißt das, ich habe keinen Turm verloren, oder? Mal gucken hier, ob meine Türme noch alle stehen. So, alles im Loot. Hier Mitte. Verdammt. Eine Granate geworfen. Bum, 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 bum. Oh, die Sonnenblumen schießen zurück. Das hört sich an. Oh, die Sonnenblumen schießen zurück. Verdammte Scheiße. Oh. So, wo sind die hin? Nicht. Was ist das denn? Ich gerade hier von oben was am Kopf gekriegt? Nee. Da hinten, Megasonnenblume.
Oh, muss runter. Um zu sammeln hier. Jawoll. Läuft, würde ich mal sagen. Oh, 20% gerade mal, ey. Das dauert noch eine Weile. Was ist das denn? Ach, cool, das ist der Kleine, der kann sich in Mech setzen. Ja, dann schick doch mal. Auftragsbosswelle. Von wo? Da. Bosswelle. Nee, jetzt muss ich hier einen Teil abwehren. Das ist ja Boss. Granate. Schneller. Na komm, lad nach. Oh, krasses Vieh. Alles rauf. Komm, 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 komm. Ich werde geheilt. Du hast keine Chance. Vielleicht doch. Nein, hast du nicht. Gleich hin. Nachladen. Verdammt. Ja, wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Ist da mehr? Nein. Boom, ey. Läuft, würde ich mal sagen. Und das Ding ist aufgeladen. Du hast ihn geladen, aber kannst du ihn benutzen? Klar. Kann alles. Kohle kriegt zurück zum Hinterhof. Wir gucken noch mal ein paar Karten kriegen. Hinterhof-Kampfplatz. Captain Todbart. Badabum. Mal gucken, was wir in der Post haben hier. Nichts, wahrscheinlich. Mails checken? Nein, nichts. Okay. Hatten wir, habe ich schon vorher gemacht. Wir gucken uns aber nochmal die Booster an. Ob wir uns da auch nochmal was Neues holen können. Da haben wir denn? Oh, eine ganze Menge. Pack zuletzt geöffnet. Okay, für ein Wicht war das. Ich will mehr für Monobrau. Was ist das denn? Minions Booster. Nur für kurze Zeit. Festius. Unglaubliches Hirnpack. Ja, gut, den habe ich ja schon. Dünger. Ja, nehmen wir Hirnpack, ne? Spritzer. Weiter. Nehmen wir nochmal Hirnpack. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht hier. Da kriegen wir auch für die anderen nochmal. Komm, mach die auf hier. Schildfalle und für den Wicht. Für den kleinen Wicht nochmal was. Schön. Gibt es denn hier noch hilfreiches Spaßpack? Okay. Was ist das? Unglaubliches Hören. Phänomenales. Das nehmen wir. Gucken, was da so drin ist. Na komm. Neuer Soldat. Geparkwächter. Sehr cool. Können wir noch eins kaufen? Nein, schade. Okay, zurück. Ja, Parkwächter-Skin bekommen. Für einen anderen Charakter, aber ganz cool. So. In der nächsten Folge werden wir uns dann weiter mit den Aufträgen beschäftigen, damit wir die dann fertig haben, ein bisschen im Level steigen. Mittlerweile ja Level 3. Und, oh, kann ich irgendwas machen? Eigentlich. Wir gucken noch mal ganz kurz, bevor die Folge beenden, gucke ich noch mal schnell, ob ich bei meinen Fähigkeiten noch mal irgendwas machen kann. So. Boah. So, Anpassung, Fähigkeiten. Nein. Okay.
Aussehen? Nö. Nö. Tattoos. Nö. Waffendesign? Nö. Okay, zurück. Spielcharakter? Keine. Oh, warte mal. Oder was? Nein. Nicht. Okay, Gesten. Nee. Okay, können wir nichts machen. Ich verlasse die Umkleide und beende die, ich glaube, zweite Folge von Garden Warfare 2. Hat viel Spaß gemacht, gerade dieses Tower-Defense-Ding, das war ganz lustig. Bald werden wir uns auch in Multiplayer-Gefilde wagen und mal gegen echte Spieler zocken und ordentlich aufs Maul kriegen, denke ich mal. Und irgendwann auch gegen die Zockerbade. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, liked, teilt, kommentiert, abonniert und so weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.